Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 und dem Beagle. Ich habe aus der Höhle zurückgefunden. Ihr wollt nicht wissen, wie lange das jetzt gedauert. Deshalb wollte ich euch auch nicht antun, weil Orientierungsbeagle, ihr kennt den Orientierungsbeagle, der ist manchmal einfach gar nicht vorhanden. Ich meditiere jetzt eine Runde und dann werden wir nach Novigrad reisen, weil ich zum einen einmal die Zwergendingsterbumster abgeben möchte, für die Zwergenrüstung. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, und das zu Recht, einmal vom lieben Tombola Rainer, aber auch von, ich muss den Namen jetzt einmal nachgucken, sei mir bitte verziehen, dass ich den Namen tatsächlich nachgucken muss. Martina Glück, dass ich eine Quest übersehen habe, die mir helfen kann. Nämlich, ich zeige sie euch eben. Über solche Tipps bin ich auch immer voll dankbar. Also danke ihr beiden, dass ihr mich beide an diese Quest erinnert habt. Ich habe sie nämlich völlig verdrängt, dass ich sie besitze. Von Schwertern und Knödeln. Da bekomme ich nämlich angeblich ein relativ gutes Schwert. Ich frage mich tatsächlich, ob das für mein Level jetzt noch gut ist. Aber wenn wir... Wenn wir mit dem Dude, wir wollen ja auch das rote Miasma noch machen, ne? Wenn wir fliegende Fäuste Novigrad, im Schatten des ewigen Feuers, nee. Habe ich die Quest dafür gar nicht oder ist das eine Hauptquest? Gesandte und Männer des Weins. Ja, nee, die DLCs will ich schon nach dem Spiel tatsächlich machen. Habe ich die gerade aktiviert, die Quest, die ich brauche? Meisterlicher Rüstungsschmied. Ja, die möchte ich machen. Jetzt müssen wir uns wieder Rittersporns tolle Rede anhören. Ich gebe zu, je öfter man das macht, umso nerviger ist es, sich diese erschöpft und verwundet war sie im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Der Baron ist jetzt auch schon eine ganze Weile lang nicht mehr existent hier in seinem eigenen Reich. Aber sei es drum. Yo! Du da! Was kann ich für dich tun? Ich habe die falsche Person angesprochen. Nicht wohl. Dich da. Wie kann ich helfen? Ich habe das Werkzeug. Ich war vor einiger Zeit auf Undwig und habe das hier gefunden. Mensch, mich tritt ein Pferd. Das sieht echt aus. Weil oh Leute, sorry, das ist zu leise. Sieh nur die Zeichen. Echt? Woher hast du es? Das war nicht einfach. Also, ich hoffe auf einen guten Preis für meine Rüstung. Harmon Elb Grönekahn, Generalleutnant der 2. Reiterarmee. Willkommen in unserer bescheidenen Schmiede. Was für eine große Ehre. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der General ein Kenner und Sammler von Rüstungen ist. Das stimmt. Und du wirst als Meister deines Handwerks bezeichnet. Zu gütig, Herr Zuhl. Ich brauche eine Rüstung. Schwer. Sie muss Geschossen standhalten können. Geschossen? Bolzen etwa? Nicht einfach. Mit einer speziellen Legierung, Härtung. Mit dem neuen Werkzeug geht das. Fach das Feuer an. Ich bereite den Rest vor. Ey. Ganz schön dreist, deine Helferin. Du erlaubst dir viel. Tja, es ist, wie es ist, General. Gute Hilfe ist schwer zu finden. Wir gehen nach draußen, um das Geschäftliche zu besprechen. Unverschämter Depp. Es ist immer dasselbe. Mir reicht's. Dir reicht's? Sie behandeln mich wie Dreck, eine niedere Arbeitskraft. In Wahrheit muss ich die Rüstung des Nilfgaarders machen, dem Fergus in den Arsch kriecht. Und deine übrigens auch. Hm. Und was macht Fergus eigentlich? Hufeisen, Nägel. Er kann nicht viel mehr. Versaut schon die einfachsten Sachen. Aber er wird Meister genannt. Niemand würde mich für eine gute Rüstungsschmiedin halten. Ich tu's. Einen Menschen. Obendrein noch eine Frau.
aber einen Zwergenschmied schon. Wenn das so ist, sei standhaft. Lass dich von ihm nicht so behandeln. Das werde ich auch nicht mehr. Er kann die Rüstung für den Nilfgaarder selbst machen. Ich mache auch eine. Dann sehen wir, welche besser ist. Aber eine Sache schaffe ich nicht alleine. Würdest du mir helfen? Hängt davon ab, wobei. Um die Rüstung fertigzustellen, muss ich sie härten, in einem Bad abschrecken. Eigentlich nehmen wir Öl, aber ich möchte Säure benutzen. Kikimoras und Erzgreifen spucken Säure. Erzgreifen? Meinst du Drachengreifen? Vor einigen Tagen kamen die Männer des Barons vorbei. Sie haben nördlich von Krähenfeld einen gesehen. Er hat dort Menschen umgebracht. Also wenn ich den für die gute Rüstung umbringen muss, dann tue ich das. Wahrscheinlich gibt es einen Auftrag für den Greif. Dann könnte ich zwei Bestien mit einem Stein erschlagen. Ich sehe, was ich tun kann. Bring mir die Säure, dann beweise ich, dass ich besser bin als Fergus. Und ich fertige die Rüstungen an. So gute Rüstungen wie kein anderer. Das glaub ich dir sogar aufs Wort. So, dann lass mal schauen. Hätte nicht erwartet, dass da noch so viel hinter ist. Greif im Hochland. Ja, bitte einmal die. Finde den Greif im Hochland. Erstmal muss ich hier raus. Was tue ich nicht alles für eine Rüstung, damit ich nicht immer so aussehe, als hätte ich einen Schlafanzug an? Also gut, gib mir. Ich bin immer so ein bisschen, immer wenn wir Lambert treffen, bin ich relativ neidisch auf Lambert. Also weil der hat. Der hat schicke Rüstung an. Sag mal, was verkaufst du eigentlich? Komm ich dir nicht bekannt vor, Meister? Nö. Du warst so freundlich, meinen Sozius und mich zu retten. Und zwar ausgerechnet vor den Wachen, die ich selber angeheuert hatte. Ach richtig, doch, ich erinnere jetzt mich. Dämmert es mir. Seid ihr denn gut angekommen? Sind wir. Und es hat sich gelohnt. Die Geschäfte laufen überraschend gut. Ich habe neue Ware, wenn es dich interessiert. Ja, hau raus. Zu einem ordentlichen Rabatt natürlich. Den hast du verdient. Zeig mal, was du anzubieten hast. Wenn du Vitriol hast, wäre ich dir... Willst du mich verarschen? Er hat nur 400. Ich kann ihm also nichts Anständiges verkaufen. Wobei doch, kann ich. Die sind immer noch... Ich wollte die immer noch austauschen, Leute. Und ich habe es die ganze Zeit verdrängt. Okay, was haben wir denn hier noch? Ja, nimm dieses Drecksschwert, das ich loswerden möchte. Das ist besser als meins. Das ist aber ein Silberschwert. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Oh, eine Stahlwaffe, die besser ist als meine. Die muss ich mir gleich mal angucken. Bei Silberschwerten, selbst wenn die vom Schaden her geiler sind, aber wenn ich halt hier plus so und so viel Prozent auf Zeichen habe, die ich ja doch relativ häufig benutze, nehme ich ehrlich gesagt das Schwächere im Kauf. Kann ich dir auch den ganzen Schmarrn hier verkaufen? Er hat keine Kohle mehr. Nein, kann ich nicht. Bis dann. So, aber das gucken wir uns jetzt einmal... Nein, falsch. Inventar. Was kann meine Stahlwaffe denn? Jahrzeichen, kritische Treffer, Chancen auf Bluten, Bonuserfahrung. Kann ich, warte mal, kann ich vergleichen? Bonuserfahrung bei Humanoiden, das sinkt natürlich, aber der Rest steigt eigentlich. Nee, Chancen auf Bluten ist größer. Kritische Trefferchance ist besser.
Ich sehe da gerade jetzt nicht so den Plus hinter, wenn ich ehrlich bin. Das ist halt alles besser. Jaden. Jaden Axi. Plus 18. Ich lasse das jetzt erstmal so. Das mag vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen dumm sein, aber meine Spielweise, meine Fehler. Das ist exakt das gleiche, bis auf das. Okay. Die sehen genauso hässlich aus, aber ist egal. Was habe ich da drin? Yard. Haxi. Gwen. Knie. Oren. Oh, ich habe kein Igni mehr. Da muss ich mal nach Ausschau halten. Yarden. Wieso hat er denn jetzt alle 6 aufgebraucht? Will der mich verarschen? Was mit dir? Trinken wir. Es wird schon Abend. Wie wär's? Zeig mir. Habe ich schon gelesen? Nee, sorry, du hast nichts Interessantes. Du bist sehr langweilig. Leb wohl. Wer genauso enttäuscht, klang Geralt auf. Wenn du ein Problem hast, hol Geralt von Riva. Gut zu wissen, dass man Werbung für mich macht. Du. Ich. Was mit mir? So, und jetzt noch dahin. Eine Kikimora oder was suche ich? Ein Erzgreifen? Hatten wir nicht erst ein Erzgreifen? Don't know. Okay. Soll er halt hinterherkommen, wenn er meint, dass das das Richtige für ihn ist? So. Hier sind wir. Nur noch eine Hand übrig. Der Erzgreif hatte ein Festmahl. Die Mutter hat dem kleinen Greif wohl nicht beigebracht, nicht mit dem Essen zu spielen. Tja, was soll ich dazu sagen? Er stirbt ja jetzt sowieso. Ah, Dankeschön. Hallo. Na, Kumpel, ich muss dich das leider ist nicht töten. Dein Tag. Wow. Guck mal, bist du ein bisschen gaga, mir so viel Schaden zuzufügen? Ich weiß aus, weil ich ein Scheiß nicht meine Stärke zu sein. Aber ich hab ihn gleich. Sag ich doch. Trophäe noch mit abschneiden, perfekt. Nee. Entschuldigung, ich sinke. Hat er mich vergiftet, der Penner? So, jetzt hoffentlich nicht mehr. Jetzt wieder zurück. Gehe ich am besten hier hin. Danke, Plötze, aber ich brauche dich gerade nicht. Das war im Grunde relativ easy. Wenn ich mich nicht wie ein Honk hätte treffen lassen, wäre das noch easier gewesen.
Jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Und ich hoffe, dass ich dann in der nächsten Quest, in der nächsten Folge... Hexer, hab Erbarmen. Nimm uns nicht die Kinder. Also jetzt, kleiner Pisser. Benimm dich. Ach so. Ah, ich verstehe. Was willst du, Mann? Du bist gleich wie Milch. Was gibt's, Grauer? Was? Was gibt's, Grauer? Na, na, na. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Ich habe gehört, dass es Probleme mit einem Greif gibt. Ja, er hat einige Dörfler nördlich von Krähenfels getötet. Die Leute haben sich beim Baron beschwert. Irgendwann hatte er genug von den Beschwerden und hat eine Belohnung auf den Kopf der Bestie ausgesetzt. Trifft sich gut. Ich könnte einige Kronen gebrauchen. Nun, die Leute erzählen viele schlimme Dinge über dich, aber ein Hexer bekommt seinen Lohn für getane Arbeit. Du bist zurück. Ja, bin und? Ich. Hast du die Säure? Hab ich. Mhm. Benutze sie mit Bedacht. Sie ist das Ätzendste, was es gibt. Ich weiß. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt. Die Rüstung ist bereit für den letzten Schliff. Wir werden bald sehen, wer besser ist, Fergus oder ich. Geralt, sie ist fertig. Aber die ist sieht hässlich. Sehr professionell aus. Willkommen, General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen darf. Eher grob. Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick. Was soll das heißen? General, Joanna ist die Meisterschmiedin, nicht Fergus. Sie hat diese Rüstung angefertigt, um es zu beweisen. Um der Götter willen, Joanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land. Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Oho, was für ein Auflauf. Du da, leg diese Rüstung an. Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. General, ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Geralt, würdest du mir helfen? Also gut. Hoffentlich bereue ich es nicht. Legt beide eure Rüstung an. Ich erwarte euch draußen. Zum Teufel, ich bin nur gekommen, um mein Pferd beschlagen zu lassen. Sieht das für dich nach einer Rüstung aus, die Bolzen standhält? Entschädige diesen Mann. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was diese andere Rüstung wert ist. Der ist tot! Lebt er? Ja, aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf! Ich will mir die Rüstung ansehen. Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Wohin willst du, Zwerg? Hör gut zu. Die Schmiede gehört ab jetzt Frau Joanna. Sie wird alle Aufträge der Nilfgaardischen Armee erledigen. Verstanden? Ja, klar und deutlich. Das tut er mir schon ein bisschen leid. Eine Bezahlung für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen. Oh.
dann gehe ich wohl auch besser. Ich hole nur meine Sachen. Warte. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe. Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heiz das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt, Leute. Du hast daran gezweifelt, dass die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst. Du hättest nicht nach dem legendären Werkzeug von Undvik und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Komm, ich werde dir helfen, sie auszuziehen. Ein paar Tage? Ein Tag soll ich warten, dann... Oh. Kann ich keine... Ne, das geht nicht. Jetzt muss ich nochmal eine Stunde dranhängen, damit der Tag auch rum ist. Ist es wichtig, woher das Essen stammt, solange die Schüssel voll ist? Nicht meine Schuld. Hat das nicht gereicht? Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fertig. Ich habe die Verbindungen verstärkt und die Rüstung in Säure getaucht, wie es die Tradition meines Clans verlangt. Danke. Was schulde ich dir? Aber bitte. Ohne dich wäre ich gar nicht hier. Betrachte sie als mein Dankesgeschenk. Nimm sie. Möge sie dir gute Dienste leisten. Danke. Und du pass auf dich auf. Oh, Hexenjägerrüstung. Jetzt bin ich aber mal gespannt, Leute. Die sieht doch genauso scheiße aus. Geralt, schön dich zu sehen. Es geht um eine Hexerrüstung. Oh, was haben wir denn da? Bärenhandschuh. Katzenschuh. Wächterhandschuh. Oh. Kann man keine Brustharnische herstellen? Nee, die sehen zwar besser aus, aber es dauert halt alles noch. Nein, ich bin noch nicht auf dem Level. Was hat sie denn da? Einfach so wirklich gar nichts. Ab 28, ja. Aber die Hose sieht schicker aus, Leute. Für 113 gebe ich dir. Die bräuchte ich auch. Hast du Vitriol? Nicht so, ne? Na gut. Dann brauche ich die ja wohl nicht mehr. Und die ja auch nicht. Wie, das ist so wenig wert? Na, von mir aus.
Ich warte darauf, dass ich diese Hose endlich tragen kann und dann ist gut. Ich frage mich, wann ich die coole Witcher-Rüstung denn nun kriege. Einmal bitte alles, danke. Leb wohl. Ich brauche einen guten Fink. Brauchst du das? Aber nicht so, wie du sprichst. Und zwar keine zahnlose Alte. Haltet die Schnauze da hinten. Da hinten ist noch ein Fragezeichen offen. Da sind Fragezeichen offen? Quite impossible. Ich bin ja alles durchgegangen und abgegrast wie eine... Da hinten. Ah gut, da war ich im Buckelwald und das habe ich nicht gefunden. Da hinten, dass die offen sind, ist klar. Das Level habe ich einfach noch nicht gehabt. Hier das gleiche. Nee, gar nicht wahr. Das ist in Novigrad selbst. Ah, oh, okay. Die Fragezeichen hier triggern mich gerade ein bisschen. Bis da das, Leute. Dann mache ich jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben jetzt eine Rüstung, die zwar besser ist, aber genauso hässlich ist. Was soll's? Nächste Folge knüpfen wir uns dann von Knödeln und... Warte mal, wie hieß die? Das Erasmus-Wegelbund-Gedächtnisrennen. Also über den Namen komme ich noch nicht so ganz hinweg, wenn ich ehrlich bin. Wo ist sie denn? Von Schwertern und Knödeln nehmen wir uns davor. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.